Okay. Ich glaube nicht, dass das so beabsichtigt ist, aber ich nehme das jetzt einfach mal in Kauf und mache Folgendes. Ich habe keine Ahnung, wie der richtige Weg aussieht. Das war auf jeden Fall der Glitchweg. Oh ja. 100%ig. Gut, damit sind wir auf jeden Fall weiter. Und können endlich auf die Plattform. Und wahrscheinlich auch an den Sandhaufen. Macht sie sich wieder Sorgen? Und danach versucht sie wieder den Dolch zu klauen. Was nun? Da ist noch ein Symbol. Erinnerst du dich? Über dem Bücherregal. Nee, ich bin dumm. Über dem Bücherregal? Ah, Ich sehe keins. Na, da war doch eben das Sandwölkchen. Aha. Hüpp. Schön, danke. Ach gut, wir kommen auch wieder hoch. Ha. Wären wir nicht hochgekommen, müssten wir den ganzen Weg erneut gehen. Und das wollen wir nicht. Gut. Ich will sie nur ein bisschen ärgern. Mit einem Schwert in der Lunge. So, von wo aus geht es weiter? Von der Plattform, wie ich eben meinte. Ja. Die Kamera kann mal gutartig sein, mal einfach nur... Lasst euch Zeit. Ich lese derweil ein Buch. Das ist nicht lustig. Ich hab mich totgelacht. Ah! Wieso dreht sich die Kamera überhaupt so seltsam? Seid vorsichtig! Würde ich jetzt mein Gesicht aufnehmen und es einblenden? Das wäre der Kracher. Das ist so eine Art von Todesblick. Lieber würde ich mit dem Visier in Trinken gehen, als noch weiter dieses Weib mit mir herumschleppen zu müssen. Was haltet ihr überhaupt von ihr? Reagiere ich vielleicht über? Sind meine Ansprüche zu hoch? Nee, es ist eine ernst gemeinte Frage. Wenn ich euch eine Frage in einem LP stelle, dann nicht ohne Grund, dann will ich auch eine Antwort darauf. Und wer mir keine Antwort darauf liefert, der wird dem Satan geopfert. So hier, ne? Und so ein bisschen, ne? Machen wir mal so. Oder können wir ihn rausziehen? Wo muss er überhaupt hin? Das ist ein geschlossener Raum, das bringt überhaupt nichts. Ah, Cookie. Kekse, Cookie. In Ordnung, also der Raum sieht seltsam aus. Ah ja, gut, ich hatte eben überhaupt kein Gefühl für die Dimensionen. Okay. Wie es aussieht, müssen wir den einen Spiegel wieder umfokussieren. Jetzt ziehen wir mal raus. Ich denke, der gehört hier nach draußen. Dann kann der Spiegel nämlich hier draußen auf irgendwas... auf irgendwas treffen, ja. Doch, sollte richtig sein. So. Gut, also den einen Spiegel lenken wir wieder um. Aber nicht so...
Ich find's ganz cool, wie viel man aus einem einzigen Raum rausholen kann. Ja. Nein, 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 ganz anders. Der muss schon hier drauf zeigen. Ach, jetzt hätte ich mir den Weg hätte ich mir sparen können. Ich muss eben nachsehen, ob meine Festplatte ruft. Ah, aufhören, ich kann nicht mehr. Ah, Unsinn, ich habe noch 90 Gigabyte. Das reicht auf ein halbes Leben. Also wieder zurück. Ja, ihr langweilt euch wahrscheinlich schon. Immer der gleiche Raum. Aber hey, so ist das Spiel. Ich muss es ertragen, ihr müsst es ertragen. Viele von euch sind wahrscheinlich diese hier Ego-Shooter gewohnt, hier Modern Warfare und Call of Duty und wie sie alle heißen. Ne? Schnell durch, schnell durch, schnell durch und überhaupt keine Anstrengung und überhaupt kein Skill besitzen müssen. Überhaupt nicht nachdenken müssen, einfach mal feuern, feuern, feuern. Nicht nur bezogen auf Ego-Shooter, sondern auch auf andere Spiele, die heutzutage rauskommen. Also ich finde sie persönlich viel zu einfach. Da wird einem so viel vorgekaut. Irgendwie fehlt ja die Herausforderung. Spiele sind heutzutage mehr darauf ausgelegt, einfach nur Spaß zu machen. Da muss es keine Herausforderung geben, einfach Spaß. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Aber früher war es halt noch so. Das Spiel war noch schwer. Sie waren noch herausfordernd. Herausfordernder. Und je weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto schwieriger wurde es. Auch weil das, auch weil die Steuerung jeweils nicht unbedingt der Clou war. Also bei den sehr, sehr alten Spielen. Ne? Da konnte man schon von einer gewissen Unfairness sprechen. Also diese Plattformen dort sind wieder eingefahren. Ach ja, und das Letzte, was ich will, ist jetzt hier so einen Krieg auslösen. The Call of Duty ist besser als Modern Warfare, ey. So, keine Ahnung. Oder umgekehrt. Es sind beide Spiele. Aber es gibt ja diesen verrückten Krieg zwischen den Liebhabern. Das ist besser, das andere ist besser. Wozu? Es sind beides Spiele. Beides sich relativ ähnliche Spiele. Muss man zugeben, aber es sind Spiele. Ist doch völlig egal. Jedes unterhält auf seine spezielle Art und Weise. Aber ich muss sagen, das eine, ich weiß jetzt nicht mehr, welches ist. Aber mir persönlich ist aufgefallen, in den Videospiele-Kommentaren von Sarazar, das habe ich tatsächlich verfolgt, das eine ist durchaus, naja, es scheint vom Gameplay her anspruchsvoller zu sein. Ah, wir müssen hier rüber. Und das andere besitzt dafür eine bessere Story. Bessere Sequenzen. Also anspruchsvoller im Gameplay. Es scheint auf jeden Fall mehr Laune zu machen, mehr Abwechslung zu besitzen. Ist so von meinem persönlichen Eindruck her. Ich kann mich auch irren. Moment, hier scheinen wir nicht wirklich weiterzukommen. Kann das sein? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall so einen bescheuerten Krieg. Ey, das muss man echt nicht haben. Ja. Das ist wie, als wenn man Terraria und Minecraft die ganze Zeit gegeneinander battlen lässt. Klar, man kann Vergleiche heranziehen, aber jetzt zu sagen, das eine ist besser, weil das andere... Völliger Quatsch. So, jetzt kommen wir hier hinunter. Mit ein bisschen Schaden haben, macht ja nichts. Auf jeden Fall sind wir wieder hier und... Und ich will auf den Schalter einfach so... Hui. Gut. Nee, also ich plaudere hin und wieder mal ein bisschen. Müsste mit leben, so bin ich. Gerade wenn ich... nicht mehr großartig weiß, was ich überhaupt erzählen will. Nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. So ein bisschen meinen Eindruck vom Weltgeschehen, ey, drauf steht da ja. So viel da ja voll Knorke. Habe ich schon mal so eine Art Umfrage erstellt auf meinem Minecraft-Kanal. Naja, ich lade kein Minecraft bei mir hoch, um Gottes Willen, wäre ich nur wegen diesem Spiel abonniert, ey, das muss ja echt nicht sein.
gibt zu viele Minecraft-Fanatiker. Die finden, das ist besser als Terraria. Nee. Also nee, im Sinne von, nee, solche Fanatiker in dem Sinne gibt's dann noch nicht. Oder ich habe sie noch nicht gesehen, denn es sind wirklich zwei völlig verschiedene Spiele. Und wir haben den neuesten Säbel gefunden. Und der alte wird sogleich recycelt. Super, er ist hohl. Also, ich habe keine Ahnung, wozu der da ist. Nee, hier war nichts. Draußen steht eine Fahrer, ganz still und stumm. Da kommt ein gekrümmter Säbel und rammt sie um. Oh. Nun kommt. Nee. Möchte jemand das Lied weiterdichten? Nur zu? In die Kommentare. So. Endlich sind wir aus diesem Raum raus. OMG. True OMG. Und auf zum nächsten Rätsel. Meinte ich nicht vor einiger Zeit, in diesem Spiel gibt es nicht so viele Rätsel und das war eigentlich schon das einzige. Ich scheine mich nicht so gut auf meine... auf meinen Kopf verlassen zu können. Es gibt schon einige Rätsel. Und die sind durchaus alle abwechslungsreich. So, jetzt frage ich mich aber, was kann dieser Säbel, was der alte Säbel nicht konnte? Stärker sein kann er ja wohl kaum. Durchbricht er vielleicht die Verteidigung? Nein, das tut er nicht. Ich habe keine Ahnung, wozu er da ist, aber irgendein Schlaumeier wird es jetzt sicherlich googeln. Und dann so tun, als wüsste er es selbst. Au. Ach, Mist, den Move wollte ich jetzt überhaupt nicht ausführen. So, den wollte ich erst einmal. Dann bekommst du eins auf die Mütze. Und in den Rücken. Und du gegen deinen Kopf und du direkt in deinen Magengegend und du bekommst jetzt erstmal meine Rache zu spüren. Ich dachte, ich habe abgewehrt. Ich sollte auch abwehren, das nicht nur denken. Seid vorsichtig! Oh, voll penetriert! Ich hab penetrieren gesagt. Okay, mir reicht's. Au, 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 haha. Nein! Der war fies. Niemals! Nein! Ich will den Dolch nicht benutzen, sonst habe ich am Ende keine Zeit mehr. So. So, jetzt wieder ein bisschen abwehren, damit sich der Dolch wieder auffüllt. Oh Gott, noch ein Gegner! Haha! Sorry, jetzt! Oh, das ist echt. Ey, wenn mich jetzt ein Pfeil trifft, dreh ich so ab. Ach, gut, es trifft Fahrer. Könnte schlimmer sein. Ich dachte mir schon, dass es hier nicht sehr viele Gegner gibt. Auf so engem Raum. Nee, never. Never ever. Bling, bling, bling. Okay, wir müssen dort nach oben. Dort, wo die Sterne und Planeten funkeln. Und in den Ton springt natürlich. Gibt's hier irgendwo Wasser? Ja, danke, Pfarrer. Wie ein Fels in der Brandung. Hier muss es doch irgendwo Wasser geben.
Wasser! Wasser! Hassan! Hassan! Moment. Was? Nichts weiter. Ich habe nur Visionen. Okay. Okay. Man kann das Ding irgendwie nach oben bewegen. Schaut, ob ihr einen Schalter findet. Was macht euch glauben? Egal. Reiß mal nicht so sehr deinen vorlauten Mund auf. Schauen wir, was uns die Vision bringt. Neben der pharaischen Abkürzung. Okay, wir werden sterben. Alles klar. Gut zu wissen. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Soll ich ihn betätigen? Noch nicht! Nein, nein! Lass mich erst auf die Plattform! Nicht einen roten Schalter mit dem Totenkopf! Ach, warum nicht? Es tut so gut. Wie ihr wünscht. Seid ihr schon auf der Plattform? Noch nicht! Lasst mich erst auf die Plattform! So, dann gehen wir mal auf die Plattform, um auf die Plattform zu kommen. So. Jetzt! Was wären wir nur ohne sie? Dann sehen die Level wahrscheinlich anders aus. Mürsand! Wenn der Prinz einmal Geburtstag hat, weiß ich schon ganz genau, was ich ihm schenken würde. Zuerst einmal eine Brille. Und dann einen Buddelkasten. Moment, jetzt zur anderen Seite. Wupp, wie des anderen. Und dann geht's auch schon rüber. Supi. Ich hätte dennoch gerne etwas Wasser. So, was wir machen müssen. Von Planet oder zu Stern springen. Wupp. Ist nichts Schwieriges, ist an sich kein richtiges Rätsel, aber es sieht sehr imposant aus. Wir kommen hier so nicht weiter. Nein, zurück. Irgendwas habe ich übersehen. Vielleicht noch etwas auf der anderen Seite betätigen. Ach, das ist cool. Ist eine gute Idee, so etwas einzubauen, ohne irgendwo Wasser zu hinterlassen. Das ist sehr cool. Habe ich vielleicht doch irgendwas übersehen? Kommen wir an der anderen Seite weiter. So. Ah ja, nach dort würde ich gerne. Geht allerdings schlecht. Und tot. Tja, dann lassen wir die Zeit eben ablaufen. Was für ein Blödsinn. Ja, komm, stirb endlich. So war das nicht. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Der Held soll endlich sterben. Seid ihr schon auf der Plattform? Noch nicht. Lasst mich erst auf die Plattform. Noch immer ohne Wasser. Mir dünkt, wir haben ein Problem. Wieso gibt es hier kein Wasser? Das können die doch nicht machen. Die Herren und Damen Entwickler. Nee. Hier muss es etwas geben. Der Prinz ist stark am Klopfen, doch die Tür bleibt fest verschlossen. G-
ganz blöde Situation. Ganz, 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 ganz blöde Situation. Jetzt! Also wenn wir das nicht hinbekommen, überhaupt nicht weiterkommen, dann sieht es so aus, als ob wir einen alten Spielstand laden müssten. Jetzt, Fahrer? Wow, das ist einer dieser Fahrerglitsche. Nein, echt jetzt, es gibt anscheinend Fahrerglitsche. Habe ich beim ersten Durchspielen auch erlebt. Und ich hoffe, den kann ich reproduzieren, denn der ist relativ lustig. Den hier hatte ich allerdings noch nie. Diese Glitsche scheinen aufzutreten, wenn man zwischendurch stirbt und ein alter Spielstand geladen wird. Aber dass der jetzt so extrem ist, wow. Okay, wir machen das folgendermaßen. Ich beende die Aufnahme an dieser Stelle, denn es ist bereits spät genug. Bereite euch das hier alles vor und lade es dann hoch. Ich lade es hoch. Stellt euch vor. In Ordnung, das war Prince of Persia mit einem letzten Lebenspunkt. Ich bin TrueMG und schaut bitte auch in meine alten Projekte, falls ihr sie noch nicht alle gesehen habt, denn dann habt ihr immer was zu tun. Nun denn, Tschüssikowski.